Ja, wer segeln möchte, der muss ablegen. Und wer hier segelt hat und an Land möchte, der muss wieder anlegen. Und wie das passieren soll, das können wir uns heute gerne mal angucken. Und bevor wir ablegen, noch ein klein wenig Theorie. Dies hier ist mein Windpfeil. Den kennt ihr schon von den Steuermannbesprechungen. Dieser Windpfeil zeigt uns die aktuelle Windrichtung an. Und nun male ich mal die aktuelle Windrichtung weiter auf dem Papier. Ich hoffe, der Strich ist gut zu erkennen. So, genau gegen den Wind können wir nicht fahren. Funktioniert nicht. Wenn wir genau gegen den Wind unser Boot steuern, dann flattert das Segel und wir treiben rückwärts. Wir können schräg gegen den Wind fahren. Wir können im 45-Grad-Winkel gegen den Wind fahren. Und wir fahren quasi ein Zickzackkurs. Deshalb nehme ich immer gerne dieses karierte Papier, weil man dort die möglichen Kurslinien hat. Ihr könnt ein Boot fahren. Ihr kann ein Boot fahren. Gegen den Wind fahren wir immer 45 Grad Winkel. So, gucken wir uns mal an, wie wir ablegen wollen. Unser Hafenbecken erkennt ihr. Der Wind kommt auflandig, also wenn wir ins Hafenbecken gucken, genau von vorne. Wir schieben den Opti auf seinem Wagen ins Wasser rein. Vom Wagen runter und dann ist er hier vorne am Steg dran. Jetzt ist es egal, ob der Opti auf der Seite bleibt oder auf die andere Seite gezogen wird. So, unsere Boote sind vom Hänger runter. Wir sind am Steg. Aus Platzgründen rechts und links vom Steg. Da das ja aufgrund der Windrichtung egal ist. Wir machen Ruder schwer treiben und hangeln uns
entlang vom, am Steg und später an den Deilen raus ins freie Wasser. Schubsen uns ab oder paddeln, je nachdem, wie wir am besten aus dem Hafen kommen. Irgendwann geht jeder Turn zu Ende und wir müssen wieder anlegen. Und wenn der Wind auflandig ist, hatten wir beim Ablegen Schwierigkeiten. Wir mussten das Boot rauspaddeln oder uns raushangeln und rausziehen. Dafür ist es jetzt umso leichter. Wir kommen mit unserem Boot angefahren. Vor dem Hafenbecken machen wir einen Aufschießer. Was ein Aufschießer ist, das wird er ja noch wissen. Wir drehen den Bug in den Wind. Das Segel ist mittschiffs. Wir hängen die Affenschaukel aus. Und dann fahren wir vorwärts in den Hafen zu unserem Liegeplatz. Die 1 macht das gleiche, kommt hier angesegelt. Wenn der Wind von hinten kommt, also ablandig weht, ist es auch wieder egal, ob wir an die rechte oder an die linke Stegseite gehen. Wir schieben unsere Boote wieder über die Schienen ins Wasser. So, wir lassen den Bug im Wind stehen, also der Bug guckt Richtung Ufer. Ja, und jetzt machen wir unser Boot wieder fahrbereit. Ruder und Schwert stecken wir rein. Wir machen die Affenschaukel fest. Dann wird uns einer helfen beim Boot drehen und dann können wir anders als vorhin mit achterlichem Wind aus dem Hafen fahren. So, und beim Anlegen alles genau rückwärts wie beim Ablegen. Welche Seite ist egal, da der Wind wieder vom Ufer kommt. Wir sind auf unserem Kreuzkurs. Wir fahren hier wieder entlang der Linien. Wir fahren ins Hafenbecken. Wir drehen den Bug in den Wind. Das Segel flattert. Wir hängen die Affenschaukel aus und dann paddeln wir oder hangeln uns entlang der Dalm und später vom Steg nachher bis zu unserem endgültigen Liegeplatz. Und ob die 1 macht das Gleiche. Ob die 1 kommt angesegelt, Bug in den Wind, Affenschaukel aushängen und dann fährt er nach vorne. So, wie ihr seht, hat der Wind gedreht. Der Wind kommt jetzt aus nördlichen Richtungen, also von Backbord. Und
Wir werden auf die Backbordseite, also auf die linke Seite des Steges, unsere Boote festmachen. Die linke Seite vom Steg ist quasi die Luftseite vom Boot aus gesehen und der Wind drückt die Boote vom Steg weg, so dass diese nicht gegen den Steg knallen und kaputt gehen. Anders wäre das, wenn die Boote hier drüben stehen würden, da würde jetzt der Wind und die Wellen immer gegen das Boot drücken und das gegen den Steg knallen. Der Großbaum, der könnte gegen andere Boote schlagen, die hier drüben stehen. Deshalb wollen wir nicht auf der Leeseite sein, sondern wir wollen mit unseren Booten immer auf der Luftseite vom Steg sein. Ja, wir stecken Ruderschwert rein. Wir machen die Affenschaukel fest. Und können lossegeln. So, wenn der Turn zu Ende ist, kommen wir zurückgefahren und überlegen uns, wie wir das Anlegemanöver fahren, beziehungsweise auf welche Stegseite wir ranfahren. Und wir wollen ja nicht, dass die Boote kaputt gehen. Aus dem Grunde bleiben wir auf der Luftseite vom Steg. Wir kommen angefahren, kurz vor dem Hafen oder Anfang des Hafens fahren wir wieder einen Aufschießer, hängen die Großschrot aus, die Affenschaukel hängen wir aus. Wir können am Großbaum anfassen mit der Hand, damit wir noch ein bisschen kreuzen oder Halbwind fahren können vielmehr. Und bis wir dann am Steg sind, steigen aus und lassen das Segel natürlich los. Ruder Schwert raus und die Boote aus dem Wasser. Wenn wir auch bloß einmal eine kurze Pause machen wollen vom Segeln, dann können wir mit unserem Boot auch an die Außenseite vom Steg fahren. Da ist das hier wieder die Luftseite vom Steg. Wir fahren mit unserem Boot hier an den Steg ran, hängen die Affenschaukel aus, wir nehmen Ruder Schwert raus und machen das Boot mit unserer Schleppleine hier am Steg fest. Wenn der Wind aus südlicher Richtung kommt, sind wir auf der rechten Stegseite. Weil ja, wir machen Ruder Schwert rein, hängen die Affenschaukel ein und fahren vorsichtig mit Halbwind aus dem Hafen raus. So, wenn wir jetzt eine Pause machen wollen, dann können wir nicht auf die Seite vom Steg fahren. Dort kommen die Wellen, der Wind, unser Boot würde immer gegen den Steg gedrückt werden. Und der Steg ist auch relativ hoch hier auf der Seite, sodass die Boote unter den Steg fahren würden.
Wenn wir bei südlicher Windrichtung eine Pause machen wollen, dann bleibt uns nichts weiter übrig, als in den Hafen zu fahren. Beziehungsweise wir können am Flaggenmast an den Längssteg ranfahren. Der Trainer hat gepfiffen. Alle Boote sollen zum Trainerboot kommen. Wie fahren die Boote jetzt? Die Nummer 6 ist auf der Kreuz. Die Nummer 6 fährt einfach den Kurs weiter, kurz vorm Ziel, also vor dem Trainerboot, lässt es die Segel locker und fährt hier einen Aufschießer und kommt parallel zum Trainerboot zum Stehen. Das gleiche Manöver fährt die Nummer 5. Nummer 5 kreuzt, kurz vorm Ziel Segel loslassen, Aufschießer fahren und parallel zum Trainerboot zum Stehen kommen. Die Nummer 1 kommt mit Halbwind angefahren. Macht die Segelstellung so, dass es immer langsamer wird. Vorm Ziel dreht es den Bug in den Wind und kommt auch parallel zum Stehen. Die Nummer 2, die fährt auch runter, macht hier einen Aufschießer. Wie gesagt, nicht direkt nach hinten fahren zum Trainerboot, weil da der Motor hängt, immer parallel. Gut. So, wir wollen schleppen. Die Nummer 2 und die Nummer 1 sind die beiden ersten Boote hinter dem Motorboot. Das rote hier soll die Schleppleine sein, die jedes Boot hat. Die eine Seite von der Schleppleine ist am Boot festgemacht und die andere Seite am Motorboot. Nun hat ja jede Schleppleine ungefähr hier und hier ein Karabiner. Und an diesen Karabiner haken sich die nächsten Boote fest. Und dann sieht das Ganze so aus. Und die Schleppleine von Nummer 5 hat hier auch einen Karabiner. Und die Schleppleine von Boot 6 hat hier seinen Karabiner. Und an diese Karabiner hängen sich denn die Boote 4 und 5 ran. So oder so ähnlich könnte ein Schleppverband aussehen. Beim Schleppen steuern alle Boote nach außen, damit sie nicht zusammenfahren. Und wir schleppen mit ausgehängter Affenschaukel und das Schwert ein wenig hochgezogen. Nicht komplett raus, nicht komplett runter, aber ein wenig rausgezogen.